Yo, liebe Leute, willkommen zurück zu Dying Light 2. Ja, wir sind jetzt hier in einer Dark Zone drin von der GRI und wir holen uns jetzt mal hier die Hemmstoffe, die hier drin sind im Gebäude. Ursprünglich hatte ich überlegt, ich mache das offline, also außerhalb der Aufnahme tue ich das einfach ein bisschen im privaten Spielen und hole mir ein paar Hemmstoffe. Aber ich habe mich dann jetzt doch nochmal umentschieden und habe mir gedacht, ja komm, ich nehme das auf. So. Deswegen denke ich, machen wir auch hier draus vielleicht ein etwas kürzeres Video. Mal sehen. So. Zack. Lass mir die Zombies wegmachen. Denn was ich auf jeden Fall machen will, ist jetzt in nächster Zeit Hemmstoffe, Hemmstoffe, Hemmstoffe sammeln. Also einfach jede Menge uns verbessern, weil ich hatte es ja eh schon mal erwähnt, ich möchte das Spiel mehr oder weniger 100% spielen, also ich will mir die ganzen Sammelobjekte und Co. holen. Worauf ich ja hoffe, ist ja neues Spiel Plus, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Das ist wirklich was, worauf ich in Zukunft hier hoffe beim Spiel, weil ich will es natürlich nochmal durchspielen. Einfach wegen unterschiedlichen Entscheidungen schon, alleine deswegen. Alleine deswegen. Das ist schon da so ein Grund für mich. Gut. Moment, Moment, Moment. Wir müssen schnell machen. Wir müssen den Kopf schnell machen. In dem Bereich. Wegen dem ganzen chemischen Zeug. Schon. Die müssten doch noch irgendwo solche Steine sein, wie es ja manchmal in diesen Bereichen gibt. Ja, vielleicht hier drin. Auf jeden Fall gibt es hier eine schöne Kiste. Los, komm ran an die Kiste. Ja, sehr schön. So muss das. Einmal alles einpacken hier. Ja, hier haben wir diesen Stein, den ich eben meinte. Den möchte ich noch mitnehmen. Bam. Und zack, grüner Kristall. Eingetütet. Jetzt gucken wir mal hier rein. Seife und jede Menge anderes Zeug. Hi. Okay. Hier alle wegmachen hier. Damit ich dann hier in Frieden weiter plündern kann. Ja, die Axt hier ist gerade echt nicht verkehrt. Zack. Weiter geht's. Ja, leider haben die hier gerade noch keine Trophäen dabei. Das ist ein bisschen schade. Das ist tatsächlich wirklich ein bisschen schade. Gut, hier geht's dann später weiter. Ja, wir wollen aber erstmal den einen Hemmstoff mitnehmen, der dort drin ist. Komm her. Ja, und ich muss sagen, ich liebe es irgendwie mit dem Dietrich die Schlüssel aufzumachen. Zack, ein Hemmstoff schon mal gefunden. Und jetzt können wir weiter nach unten. Wo wir auf jeden Fall mehrere Wegmöglichkeiten hier haben. Ich denke, wir nehmen aber den Weg hier. So, wir hauen uns mal so ein Ding hier rein. Ja. Und auf damit, los. Wir haben einen Hemmstoff gefunden. Drei Stück fehlen uns. Ich nehme an, in jeder Etage wird es hier wieder eingeben. So wie das auch in dem letzten Gebäude war. Zack. Hier einmal lang. Lass mich durch. Tüter da. So. Jede Menge Harz. Ja, nehmen wir mit. Ja.
Tick-Tack. Damn. Mal ran. Schön. Oh, hinter mir kommt was. Alter, da spritzt es hier ordentlich. Ja, wir rollen direkt ganz auf. Damit uns hier keiner mehr angreifen kann. Perfekt, jetzt ist direkt alles hier sicher. In dieser Etage soweit erstmal. So wie sich das Ganze hier auch gehört. Einmal hier wieder plündern. Leider gerade alle leer hier. Leer, leer, leer. Alles ist leer. Aber hier nicht mehr. Jawohl, hier ist wieder ein bisschen kleiner Stuff drin. Zack. Oh, hi. Hallo, ihr beiden. Entspannt euch schön auf dem Boden. Brennstoffbehälter in der Nähe. Gut, erstmal gehen wir hier wieder rein. Hier ist wieder so ein schöner Stein. Komm mit Papa mit. So. Schöne Sache. Und dann ist hier wieder die Kiste dran. Na los, geh auf. Na los. Sehr schön. Zack. Oh nein, ich kann nicht alles mitnehmen. Das macht mich jetzt schon ein wenig traurig. Kurz aufräumen. Ich schmeiß mal was raus hier. So. Ich nehme mal die lilane Hose mit. Wunderbar. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich dort reinkomme. Aber ich glaube, da habe ich den Weg schon. Und zwar die Tür hier. Ja. Gut, dann haben wir jetzt gleich hier den zweiten Hemmstoff. Komm. Zack. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, dass wir, bis es wieder hell wird, hier draußen sind aus dem Gebäude. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wir haben jetzt aus dem zweiten, also müssen wir uns langsam ein bisschen beeilen hier. Wir haben aus dem zweiten Hemmstoff. Das Problem liegt aber auch so ein bisschen bei mir. Ich lasse mir oftmals ein bisschen viel Zeit hier mit dem Plündern. Das fällt mir selbst auch so auf. Weil ich will nämlich nicht, dass nochmal sowas passiert wie das letzte Mal. Das letzte Mal, wo wir in einer Dark Zone waren, ist es ja dann hell geworden und dann hatten wir ja plötzlich Besuch bekommen. Vom lieben Herr Schattenjäger. So eine Situation will ich nicht nochmal haben. Ich habe das Gefühl, über mir ist noch irgendwo ein Hemmstoff, dass ich irgendwo ein verpasst habe, weil hier vorne wird ja jetzt auch wieder nur einer sein. Wir gucken mal. Machen wir jetzt erstmal hier weiter in der Etage. Vielleicht geht es dann gleich auch noch woanders weiter nach unten. Kann auch sein, ich bin mir jetzt nicht sicher. Einfach weiter durchziehen hier. Ja, und leider ist die goldene Axt bald hinüber. Ich finde es schade, dass ich auf die leider keine Modifizierung draufpacken kann. Hm. Da hinten ist so ein Spucker. Alles klar. Einmal jetzt hier unten wegmachen alle. Was halt sehr geil an der Axt ist, du schlägst nur zweimal, dann sind die eigentlich alle weg hier, die Standard-Zombies. Da hinten, da ist der Spucker. Da habe ich gerade fast seinen Spucker hier abgekriegt. Komm, hoch hier.
Zack. Voll um. Was gibt mir eine Trophäe? Dankeschön. Jetzt einmal den Rest hier plündern von denen. Seid doch bitte nicht alle leer. Seid bitte nicht alle leer, das wäre doch so schön. Ich freue mich zwar auch über die kleinen Teile, aber wenigstens die Trophäen wären halt schön. So, alles klar. Hier jetzt die Tür. Komm ran. Oh, wir sollten uns bald auch wieder so ein Immunitätsding reinhauen. Zack, erstmal ein Upgrade reinhauen für uns. Ausdauer. Bam. Ja, ich kann nicht weiter mitnehmen hier das Zeug. Wüstenmaske. Gut, dann werde ich mir hier was von dem grünen Zeug wegschmeißen. Ich nehme das lilane dafür. Wenn ich das so lese mit Wüstenmaske, muss ich aber auch sagen, so ein Zombie-Spiel in der Wüste wäre auch mal cool. Würde ich mir auch cool vorstellen, sowas. So, alles klar, da drüben. Waren wir da jetzt schon? Nope, 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 da waren wir noch nicht. Oh, hi! Hier wieder den Stein holen, komm. Bam. Gebäm sie. Und jetzt nach unten weiter gleich. Mal gucken, wo wir gleich weitermachen. Erstmal muss ich mich mit der Kiste ja beeilen. Weil die Nacht ist dann auch bald vorüber. Also so viel Zeit bleibt mir da gar nicht mehr. Ja, wenn ich nicht jedes Mal gerade das Problem hätte, dass ich voll bin. Also manchmal würde ich mir wirklich wünschen, ich könnte ein größeres Inventar haben hier. Aber nun gut, muss ich halt nur regelmäßig aussortieren, was ich halt aktuell auch gar nicht so mache. Ich habe schon ewig lange nicht mehr für mich was Neues ausgerüstet, sondern eigentlich nur noch mitgeschleppt, aber gar nicht mehr geguckt, was ich mal ausrüste und so wieder. Gut, wo gehe ich denn jetzt hier noch weiter? Also hier geht's noch draußen. Auf jeden Fall. So, hier bin ich draußen. Aber hier drin muss es ja noch einen letzten Hemmstoff geben irgendwo. Oder bin ich wahnsinnig? Habe ich doch alle? Nochmal gucken kurz. Auf die Karte gucken. Ne, wir haben alle. Okay. Wir haben alle. Ich dachte, ich hätte einen vergessen. Hey, mein Hübscher. So, ich mach dann mal hier vorbei an dir. Und dann gleite ich mal hier entlang. Die goldene Axt tue ich gleich wieder wegmachen, weil die will ich erstmal nicht weiter benutzen. Oh, hi. Hey, das ist doch ein Peacekeeper. Na, da hat sich verwandelt. Oh, da schreit einer. Das hat mir aber gerade noch gefehlt. Das hat mir gerade wirklich noch gefehlt hier. So, wunderbar. Einmal hier hoch. Hinten zeigt es nämlich sowieso gerade an. Das ist ein UV-Licht. Ja, wenn ich es doch schnell hinschaffe. Oh! Aiden, 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 Aiden. So. Voila. So muss das. Wir haben diesen Wahnsinnsort gefunden. Hier haben wir noch eine Quest. Die Fische springen uns regelrecht ins Boot. Aber die kann ich leider nicht nehmen. Hast du Angst, seekrank zu werden, Boon? Gut, wo kann ich denn hier schlafen? Ja, erstmal müssen meine Freunde hier verschwinden.
Könntet ihr bitte alle abhauen? Danke, im Voraus. Zack. Kann ich jetzt mit dir quatschen hier? Komm, aber jetzt. Nein, der klappt immer noch nicht. Ich würde die ja ganz kurz gerne wegmachen wollen, aber... Ah doch, jetzt kann ich hier die Waffe ziehen. So, jetzt sind sie weg. Der eine kommt nur noch mal nach oben. Guck mal dir. Ja, jetzt ist er hier aufgeräumt. Ein seekranker Peacekeeper? Gut, die Mission nehmen wir einfach nur an. So, einfach nur mitnehmen die Quest kurz. Ah nein, wir haben sie sogar schon abgeschlossen. Sehr schön. Ich wünschte, die Leute vom Bazar würden mehr mit uns reden. Dieser Streit ist albern. Gucken wir mal kurz was. Wir alle wollen... Fertigkeiten, ja, hier können wir den Punkt einmal ausgeben. Hier, dieses Schlag wäre natürlich nicht verkehrt. Aber ich denke, ich nehme erstmal irgendwas, was ich noch im Klettern gut nutzen kann. Was nehmen wir denn da? Das wäre vielleicht nicht verkehrt, was hier hinten dann später kommt. Wir nehmen einfach mal den Drehsprung, auch wenn ich jetzt schon weiß, ich werde ihn wahrscheinlich nicht so nutzen. Denke ich zumindest. Also ich sehe mich noch nicht mit dem Drehsprung, dass ich den oft nutze. Bin ich ganz ehrlich. Mit dem sehe ich mich wirklich noch nicht so. Gut, dort hinter wollen wir dann als nächstes auf jeden Fall. Aber das machen wir dann jetzt nicht mehr in dieser Folge, sondern dann vielleicht im nächsten Video schon. Schaltet da gerne wieder ein. Das war's. Euch noch einen schönen Tag. Und ja. Tschüssi.